Okay. D. Oder D. So. Beide gut. Ja, schon klar, aber welches besser? Wie war nochmal das Motto des Shootings? Hat Atem. 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 Das heißt Herbst. Also ich werde die erste nehmen. Hot. Very hot. Handy. Hol es raus. Haha. Hey Daniel, was gibt's? Wir haben hier einen Notfall, deswegen wollte ich dich um was bitten. Klar. Worum geht's denn? Ich habe Vivian versprochen, dass ich da bin, wenn sie nach Hause kommt. Sie ist mit an dem Kino. Ja, um? Ich kann hier nicht weg. Könntest du vielleicht zu Hause auf sie warten? Jessica? Ich würde dich nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Klar. Ich warte auf sie. Hey, Olli! Rebecca! Schön, dass du da bist. Danke. Komm, wir tauschen mal. Gerne. Was sind denn die ganzen Leute? Ist doch egal, Bekannte von mir. Hey. Und? Kommt Christian auch? Ja, ich habe ihm zumindest eine SMS geschickt. Wahrscheinlich muss er zu Hause noch duschen, dass er nicht so nach Pferd riecht. Sag mal, ist das nicht dein Bruder? Ja, mit seiner Verlobten. Marlene hat bestimmt einfach nur Angst. Wenn ihr noch Ingo! Rebecca! Hey! Schön, dass du da bist. Nimm dir, was du willst. Christian! Hey! Du, ich habe gerade deine SMS gelesen. Sollte ich dich nicht direkt im No-Limits-Aufgabe? Oh, ja, ich dachte, wir treffen uns gleich hier. Egal wie, komm bitte vorbei, ich brauche dich hier. Warum? Was passiert? Ich kenne hier niemanden außer Rebecca und die ist gerade total komisch drauf. Was heißt? Naja, sie hat scheinbar beschlossen, ihren Liebeskummer wegzufeiern. Oder besser gesagt, zu trinken. Oh, das geht ja selten gut. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir beide hier sind. Ein Auge auf sie werfen, also beeil dich bitte, ja? Soll ich denn irgendwas mitbringen? Ich meine, das ist irgendwie ein offiziellen Anlass für Rebeccas tolle Party? Offiziell die neue Kollektion. Ah, toll. Ja dann, bis gleich bei Rebecca. Ciao. Rebecca feiert eine Party? Ja. Ja. Ey, wann fährst du nicht ein? Ihr seid doch so gute Freundin. Wahrscheinlich hat sie es einfach vergessen. Na, dann kommen wir eben als Überraschungsgäste. Nein, also ich hab irgendwie heute nicht so Lust auf Party. Und außerdem dachte ich, wir könnten ein bisschen an unserer Traumhochzeit rumplanen. Das können wir dann auch verschieben. Nein, ich habe mich schon so gefreut, dass ich dich heute den ganzen Abend nur für mich habe. Verstehe. Ich muss gerade noch was mit Josie besprechen und dann hast du mich ganz für dich. Habe ich da gerade Hochzeit gehört? Ich dachte, du hättest einen Antrag abgelehnt. Ja, aber am Tag danach habe ich ihn angenommen. Mhm. Ich behalte meine Bedenken jetzt einfach mal für mich, dass man eigentlich nur heiratet, wenn man sich seiner Gefühle sicher ist. Ich bin mir meiner Gefühle sicher, deshalb heirate ich Tristan ja. Was mit Rebecca? Rebecca ist eine Freundin. Mehr nicht. Hey. Hey. Die Arme. Ich weiß noch genau, wie blöd das damals war, als du nichts von mir wissen wolltest. Du krampfhaft versucht hast, dich nicht in einen Mann zu verlieben. Weil ich Schiss hatte. Ich weiß nicht noch genau. Aha. Das heißt dann wohl, dass ich ein Rebecca-Versteher bin. Und ich ein Marlene verstehe? Mhm. Können wir denn trotzdem Freunde bleiben? Das ist aber gar nicht gut. Was soll das da werden?
Glaubst du wirklich, das ist eine gute Idee? Ich glaube, du brauchst mal ein bisschen Frischluft. Los! Hast du sie noch alle? Verschwinden. Danke, aber ich brauche wirklich keinen Babysitter. Erzähl mir doch nichts. Das wirkt immer noch viel zu unnatürlich. Weniger Posing. Hör auf mit Stimmband im Zimmer. Solange gute Bilder macht. Das Licht geht so nicht. Pause, bis der Assistent kommt. Kann das nicht vielleicht Vivian machen? Vivian. Ganz gut. Ich glaube, sie ist total happy, dass sie mithelfen darf. Du, Vivian, ich soll dir sagen, er kann so nicht arbeiten. Ja. So ein Miststück. Wer? Na, Jessica. Wieso denn das? Ich dachte, der Fotograf hat dich jetzt... Ja, aber sie hat mir ja gesagt, dass ich helfen soll. Das hat sie mit Absicht gemacht, damit ich mich vor Papa blamiere. Hey, Vivian, mach dir keinen Kopf. Alle wissen, dass der Typ eine Diva ist. Jessica hat recht. Komm mal her. Ist mir auch egal. Komm, wir müssen los. Das Spiel fängt gleich an. Ah, ja. Ja. Bis später. Ciao. Ciao, Vivi. Ich sag's ja ungern, aber das Shooting ist ja wohl gelaufen. Diese kleine Kröte. Jessica. Was? Sie hat dafür gesorgt, dass ich hingeknallt bin. Du bist dir sicher, dass das kein Unfall war? Ja. Ja, und jetzt? Jetzt bleib ich ganz ruhig und reg mich nicht auf, denn sie ist ja nur ein Teenager und ich bin erwachsen und vernünftig und werde ihr gleich den Hals umdrehen. Warum muss Daniel ausgerechnet ein Monster als Tochter haben? Sie kann nichts dafür, das sind die Hormone. Gut, dann werde ich jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit ihren Hormonen sprechen. Du bist sicher, dass das eine gute Idee ist? Keine Sorge, ich werde ganz ruhig und vernünftig und erwachsen sein. Okay, Vivian, so geht es nicht. Du hast da was in der Nase. Wirklich eine Ahnung, wie teuer es ist, so ein Shooting zu wiederholen? Ganz abgesehen davon, dass es Termine gibt, die wir einhalten müssen? Was kann ich denn dafür, wenn du über deine eigenen Füße stolperst? Du und ich wissen ganz genau, dass es anders gelaufen ist. Und Daniel wird es diesmal auch erfahren. Oh, Papa, das war keine Absicht, ehrlich. Und ich habe mich auch sofort bei Jessie entschuldigt. Damit kommst du nicht durch. Wetten? Was versprichst du dir davon? Dass du endlich abhaust. Und ich werde auch nicht aufhören, bevor Papa dich nicht in den Wind geschossen hat. Du willst also wirklich den Krieg bis zum bitteren Ende? Gut. Dann zieh dich warm an. Wenn du glaubst, du bist eine Bitch, dann hast du mich noch nicht erlebt.